Kann man mit 18 Jahren oder dann schon während der Ausbildung anfangen, in Immobilien zu investieren, Immobilien als Kapitalanlage zu kaufen? Die Frage haben wir von Maurice bekommen auf unserem YouTube-Kanal. Deswegen jetzt eine Q&A-Folge dazu und in diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Also die Frage ist sehr, sehr spannend, weil es sicherlich extrem gut ist, sehr früh damit anzufangen, sich mit den persönlichen Finanzen zu beschäftigen. Ich lese einmal ganz kurz vor. Der Maurice schreibt: Ich bin 18 Jahre, mache nächstes Jahr eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Ich würde so gerne so früh wie möglich beginnen, mir Wohnungen zu kaufen, um so früh wie möglich ein gesichertes Einkommen zu haben. Habt ihr ein paar Tipps, worauf ich achten muss oder wie ich einsteigen kann, auch mit wenig Eigenkapital? Ich kann vermutlich 5.000 Euro bis zur Ausbildung, in der Ausbildung sparen. Ja, wie würdest du starten? Also erstmal einen unglaublichen Glückwunsch dazu, dass du in dem Alter dich mit diesem Thema beschäftigst und über den Kauf von Immobilien nachdenkst. Das ist so viel wert, früh anzufangen, weil einfach die Zeit für dich arbeitet. Ja? Weil am Ende kaufst du was, was sich von selbst abzahlt und mit der Zeit immer, immer mehr Geld auf dein Konto bringt. Wir haben uns oft gewünscht, dass wir 10 Jahre früher angefangen hätten damit. Also Wir ganz, haben es ganz. mit Ende 20 gemacht, hätten es gerne früher Wir hätten es gemacht. gerne früher Also. gemacht. Also ganz, ganz toll. Jetzt ist es so, es gibt im Prinzip zwei große Engpässe, wenn man so möchte, wenn du eine Wohnung kaufst. Das eine ist das Thema, eine Wohnung zu finden. Das andere ist das Thema Finanzierung und Eigenkapital. Also wie kaufst du sie dann tatsächlich? Und für dich ist im Moment wahrscheinlich die größte Herausforderung, eine Finanzierung zu bekommen, weil du weder viel Geld hast, das du irgendwie als Eigenkapital einbringen könntest oder auch der Bank zeigen könntest und auch noch kein hohes, regelmäßiges Nettoeinkommen hast. Wir sagen meistens so, um die 2.000 Euro netto im Monat sollten es sein, um eine Finanzierung zu bekommen. Das heißt, du alleine wirst dich im Moment sehr, sehr schwer tun, eine Wohnung zu finanzieren. Deshalb ist wahrscheinlich direkt jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, wirklich eine Wohnung alleine zu kaufen. Ja, also ich mache es mal deutlicher. Ich glaube ganz einfach, es geht nicht. Es ist nicht seriös umsetzbar, weil du, ja, wir empfehlen, 20.000 Euro ist eigentlich das Minimum. Warum? Weil du musst Kaufnebenkosten bezahlen plus noch einen Puffer auf dem Konto haben. Die solltest du einfach haben. Ne? Ich meine, du verschuldest dich dann in einem Maße, da kann im schlimmsten Falle eben, ne, eine große unvorhergesehene Reparatur, am Anfang sind Rücklagen nicht da. Das sollte man einfach nicht machen, wenn man das gerade irgendwie so hinkriegt. Wir sagen dir aber gleich, was du tun kannst. Ja? Und der zweite Punkt, du wirst aber während der Ausbildung keine Finanzierung bekommen. Kleinigkeit, vielleicht möglich Bürgschaft der Eltern oder von engen Verwandten oder sowas. Das haben wir auch schon mal mitgekriegt. Das ist natürlich möglich, um dann eine Finanzierung zu bekommen. Da gehen natürlich dann die Eltern ins Risiko. So, aber trotzdem, man kann eben sehr früh starten und auch schon Dinge tun. Ja, du solltest das Thema jetzt auf keinen Fall deshalb über Bord werfen, sondern nutze die Zeit, insbesondere um dich aus- und weiterzubilden, was das Thema angeht. Du kannst Videos schauen, du bist jetzt gerade auf unserem YouTube-Kanal, du kannst dich in Facebook-Gruppen austauschen mit Gleichgesinnten, wo du wirklich mitkriegst, wie Live-Objekte diskutiert werden. Du kannst auch dich schon mit der Standortauswahl beschäftigen, du kannst in Städte fahren, du kannst dir auch Wohnungen anschauen, du kannst auch schon mal mit einem Makler oder Verkäufer telefonieren. Du kannst also sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln, ohne am Ende dann wirklich in Richtung Finanzierung und Notar zu gehen. Und all das wird dir unglaublich helfen, wenn es dann tatsächlich so weit ist, weil du einfach schon auf einem viel breiteren Fundament an Wissen und zumindest mal theoretischer Erfahrung stehst und dir vielleicht manch ein Fehler nicht passiert oder du einfach Chancen erkennst, einfach weil du es irgendwo schon mal gehört hast, was dir heute vielleicht noch nicht gelingen würde. Ja, also es ist Wahnsinn, wenn wir zurückblicken, was wir dann am Anfang alles gelernt haben, was wir jetzt heute schon wissen. Es lohnt sich da so früh wie möglich anzufangen. Ich möchte aber wirklich noch einen draufsetzen. Der Stefan hat es gerade gesagt, es gibt zwei Engpässe. Zum einen das Eigenkapital, das wirst du nicht so schnell gelöst kriegen, zumindest wahrscheinlich nicht. Zum anderen dann eben Wohnungen finden. Und wir kennen extremst viele Leute, die Eigenkapital haben und auf der Suche sind nach geeigneten Wohnungen. Und wir sagen immer wieder, Wohnungssuche ist eine Frage von Geduld, Beharrlichkeit, dranbleiben.
dann auch Erfahrungen sammeln, ja, Gespräche führen, rausfinden, wie steht es um die Wohnung, ist die kaufbar. Also wenn du anfängst quasi da drin einfach wirklich Dinge zu tun, also nicht nur zu lernen, nicht nur Theorie, nicht nur Bücher lesen, Videos gucken, sondern wirklich anfängst, Wohnungen ranzubringen, ja, also ganz persönlich, schreib uns, wenn du glaubst, du hast eine interessante Wohnung, ja, also es wäre wahrscheinlich überhaupt kein Problem, jemanden zu finden, der dann mit dir da zusammen, ja, sollte am Anfang was Kleines sein, muss ich da erstmal kennenlernen, aber du kannst mit Sicherheit Leute finden, die bereit sind zu sagen, ich habe ein bisschen Eigenkapital, ich möchte das Konzept umsetzen, beispielsweise das, das wir vorschlagen, mit kleinen Wohnungen, aber ich habe nicht ganz die Zeit oder habe nichts gefunden, konnte mich nicht richtig rein vertiefen in das Thema. Auf der anderen Seite, du aber sagst, ich habe eben genau das getan, kann diese Wohnung bringen, wird mich kümmern. Das ist ein guter Deal für beide Seiten. Also auf gar keinen Fall jetzt irgendwie quasi mit dem Thema aufhören. Ich glaube, es ist extrem gut, auch gerade wie du schon denkst und sagst, okay, ich kann mir Eigenkapital ansparen. Wir haben mit 18 alles andere getan als Eigenkapital angespart. Wir haben fleißig das wenige Eigenkapital, was wir hatten, ausgegeben. Dass du quasi allein schon da quasi mit finanzieller Intelligenz jetzt rangehst, ist ein riesen Vorsprung. Wenn du dir jetzt auch quasi noch das Wissen frühzeitig aneignest, dann hast du einen gigantischen Vorsprung auf Lebenszeit. Ja. Jetzt hoffen wir, dass das Video dir geholfen hat. Und wenn euch anderen Zuschauern das Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch total freuen. Und jetzt ganz viel Erfolg bei der Wohnungssuche. Es lohnt sich.